Pulovic Stefan von SK Rapid. Wie fühlt sich ein Rapidler, wenn er einen Tag einmal violett trägt? Ja, ist halt natürlich ein Ausnahmefall, aber ist für eine gute Sache und von daher kann man das akzeptieren. Jetzt, Ihre Kollegen sind Sie schon ziemlich überrascht, über die, dass es so Zustände in Österreich gibt. Haben Sie das vorher schon gewusst? Natürlich ein bisschen was aus den Zeitungen mitverfolgen können, aber dass es so extrem ist, also ich bin wirklich sehr, sehr schockiert, was die Kinder da jetzt erzählt haben und da muss man einfach was dagegen tun. Wir stehen in der Öffentlichkeit und es ist einfach die Pflicht von uns, dass man da was dagegen tut. Werden Sie in Zukunft mit Ihren Kollegen, mit Ihren Fans, mit Ihrer Umgebung über so Sachen sprechen? Werden Sie die auch gerne über die Zustände? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, über die Zeitungen, das, was drinsteht, ist nicht immer ganz die Wahrheit. Wir haben da heute wirklich sehr, sehr viel erfahren, was nicht in die Zeitungen steht. Und ich denke, das gehört auch mal an die Öffentlichkeit gebracht, wie es wirklich abläuft mit den kleinen Kindern, die voll integriert sind, die hier aufwachsen, die deutsche Sprache perfekt beherrschen. Und ich glaube, Österreich sollte sich mal über andere Menschen Gedanken machen, die jeden Tag in der Zeitung stehen mit Gewaltverbrechen und so. Und ich glaube, dass man da mal ansetzen müsste. Okay, danke vielmals. Gerne.